wollte Sie einführend in unsere Thematik auf eine kleine Zeitreise führen. Eine Zeitreise über eine Spanne von 60 Jahren. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise diesmal, die dem Streifzug, den ich selber durch die moderne Personalauswahl und die Herausforderungen, die damit auf uns zukommen, geführt habe, ein wenig mitzunehmen. Generation Y würde ich gerne etwas akademisch, aber auch sehr praktisch beleuchten. Ich würde gerne berichten aus Praxiserfahrungen, aus Projekten, was Klienten schildern, was ich in Beratungsprojekten erlebe. Sie wissen, wenn Sie alle sozialen Netzwerke in der Zwischenzeit zusammennehmen, sind über 1 Milliarde Menschen in Facebook, in Xing, in LinkedIn, in StudiVZ und wie sie alle heißen, denn unterwegs. Und es ist, glaube ich, aus unserer Perspektive ein hochinteressanter Einstieg, die Frage zu stellen, gibt es denn eigentlich diese Generation Y? Das Wortspiel des Y oder das Y, warum eigentlich? Auch da haben wir einiges an Erfahrungen gesammelt. Das heißt, ich nehme Sie jetzt mit auf im Prinzip 7 Jahre Entwicklung von Skrujo, vor allem auch Marktentwicklung und unsere Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Diese Vorlesung, die ich halte, das mache ich schon seit vielen Jahren. Da geht es um Social Media, Web 2.0, Multimedia, all diese Themen. Und außerdem arbeite ich auch noch, weil Geld muss man ja verdienen. Und das mache ich hier in Leverkusen. Ich bin dort bei Bayer zuständig für das Arbeitgebermarketing, Personalmarketing. Ich möchte Ihnen heute erklären, wie man unserer Meinung nach mit Hilfe von sozialen Medien den Change-Management-Prozess für ein IT-Projekt effizienter gestalten kann. Keine Gedanken mehr machen, kriegen wir einen ganzseitigen Bericht in der Saarbrücker Zeitung, können wir uns einen 10-Minuten-Spot während dem Formel-1-Rennen überhaupt leisten, sondern Sie haben hier die Möglichkeit, wirklich mal ein bisschen weiter auszuholen, sich darzustellen, ein bisschen was zu erzählen. Über die Natives haben wir geredet. Also wenn das heißt, es ist ein Generationensprung, dadurch, dass man die Welt des Netzes als eine empfindet, die schon immer da war, dann ist man tatsächlich in einer anderen Situation als die Älteren, die zumindest noch auf eine Kindheit und Jugend zurückblicken können und sich erinnern können, als es das Netz noch nicht gab.